Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben auf jeden Fall die Dinger schon gebaut, fertig. Nicht schlecht, damit habe ich nicht gerechnet. Was macht denn Dino Now? Sind wir hier im englischen Flow drin, was auch immer. So. Unten haben wir Sandstein. Dann kann er weiter abarbeiten. Nehmen wir mal ein bisschen Speedy an. Boah, ist das hier. Ist ja richtig am Echoen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so hört wie ich, aber das ist ja unnormal laut. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, wir müssen den Weg hier auf jeden Fall irgendwie besser machen. Gefällt mir so nämlich gar nicht. Egal. Gehen wir mal auf die Kommentare ein. Ist der verbrannte Feldboden wirklich noch genauso gut wie der unverbrannte? Er sieht zumindest anders aus. Er sieht tatsächlich anders aus. Er hat Fruchtbarkeit 200%, Laufgeschwindigkeit 72, genau wie der hier. Also er müsste genau gleich gut sein. Aber ich kann es auch nicht ändern, denn... Sorry. Wenn ich auf Boden gehe, den auswähle, kann ich den nicht drüber machen. Ich könnte ihn entfernen und neu machen. Das müsste gehen. Vielleicht muss der auch einfach nur sauber gemacht werden, weil hier ist ja auch dreckig. Vielleicht liegt es daran. Na genau, das sind die Regale, die alles die Forschung irgendwie verbessern sollen. So. Ich muss sagen, mir gefällt die automatische Priorisierung. Dadurch arbeite ich sehr viel abwechslungsreicher. Wir können die gerne lassen. Aber ich würde dich trotzdem ab und zu mal hier so ne, manuell dingsen. Ne? Aber ich versuche das auch zu minimieren. Ich meine, da wir jetzt ja keine Probleme irgendwie haben hier mit Problemen. Kann auch sein, dass das nicht unbedingt am Androiden liegt, sondern am Psychopath. Oder eine Kombination aus beidem. Dass mir das einfach alles vollkommen egal ist. Nein, du wirst nicht an der Falle sterben. Außerdem brauchen wir Schutz. Ich meine, ich könnte auch andere Sachen bauen. Wir haben hier noch andere Fallen, Bärenfallen. Das ist natürlich interessant. Was ist das? Ach so, das gegen Kavallerie. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Unterschied zwischen denen hier und denen ist. Für mich sind das dieselben. Nur die auf Englisch. Okay, die Barrikaden sind dann besser als die Sandsäcke, aber die Schilde wären natürlich noch besser. Was man also machen könnte, tun wir hier nun mal zur gleichen Schild hin und daneben dann Barrikade und davor Sandsäcke. Das wäre wahrscheinlich die neue Verteidigung von Hand. Wir können ja mal gucken, kannst du das hier reinigen? Guck, jetzt sieht der, wenn der gereinigt, sieht das nämlich genau wie vorher aus. Also gar nicht schlimmer. Also alles in Ordnung. So. So. Die gefällt die ID mit den zwei unterschiedlichen Kolonien, das ist sehr gut. Es lohnt sich von Anfang an auf Bodenlegen einzustellen, da gerade auch ein Android extrem viel tragen kann. Somit würde erstmal an der Station gesammelt werden und dann nur einmal ein großer Transport zum Lager stattfinden, statt 1000 kleine nach jeder Produktion. Ja, ich meine, können wir natürlich machen.
Jetzt haben wir den hier, der würde aber hier auch viel mehr Sinn machen, ne? Ja gut, im Moment haben wir es ausgesetzt. Stellen wir um, wenn wir es nicht mehr ausgesetzt haben. Ich finde es schön, dass der hier die ganzen Pflanzenarbeit macht. Aber mir wäre tatsächlich lieber, wenn er die dann auch schon hier verarbeiten würde, ne? Oh, by the way, wir können ihn, glaube ich, nicht... Na, okay, dann soll er erstmal seinen Kram machen. Da er alles außer Kochen macht, hat er natürlich auch sehr viel zu tun, ne? Ja gut, Energie lädt er sich im Moment hier drin auf. Oh. Oh, das ist bitter. Eine verbrückte Boomratte. Ich meine, es regnet gerade, das ist also ziemlich gut. Oh. Die Spikes haben es schon erledigt. So, wo waren wir stehen geblieben? Warum hast du denn für Handwerkstraining nicht einfach 10 Messer hergestellt? Habe ich auch überlegt. Das Problem ist, dann habe ich hier 10 Messer liegen. Ich meine, wir können aber für Training... Ja, können wir Holzmesser bauen? Irgend so ein... Ups. Irgendeinen Müll. Können wir irgendeinen Müll bauen? Am besten aus Holz. Da wir Messer nicht aus Holz bauen können... Können wir aber Knüppel bauen. Und zwar nur aus Holz. Und das machen wir gerade mal für immer. Bis wir den dann wegmachen. Ich weiß nicht, wie hoch wir den trainieren. Eigentlich müssten wir nur bis 2 kommen. Ich wollte eigentlich ja durch Klamotten trainieren. Aber wir kriegen ja keinen Stoff. Wobei, wir haben doch jetzt Stoff. Hier, du kannst eigentlich alles herstellen. Oh, jetzt kommt die Tierarbeit. Da müssen wir mal reinschauen. Sortiere. Sehr gut. Direkt Level 1. Gucken wir mal, ob auch direkt Level 2 lernt. Du musst doch keine Doppelfolge machen. Danke natürlich. Aber musst du nicht. Ja, aber ich will ja auch mal meinem System treu bleiben. Ja, also... Sehr geile Form des Labors. Schön, dass es dir gefällt. Mir gefällt sie nicht. Aber ich habe gedacht, was mir nicht gefällt, gefällt dir bestimmt. Ich finde das gut, dass du die ganzen Brocken zu Ziegeln verarbeitet hast. Das hat was von Umgebung aufräumen. Ja, das könnten wir eigentlich schon mal machen, weil wir haben wieder ziemlich viele Brocken hier. Aber ich glaube, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Gut, er will erstmal Stachelfallen bauen. Was zur Hölle ist das? Das ist ein Mensch. Aber guck mal, hier sind doch die Augen, ne? Ist das... Ach, die hat eine Maske auf. Ich dachte... Was ist das? Hat die eine Maske auf? In der Kolonie kannst du bauen... wie du willst. Deswegen habe ich ja noch nichts gesagt. Das heißt, du kannst auch die Lager nehmen, die du so cool findest. Das ist schön. Ich meine, da wir ja immer noch warten, bis alle Mods fertig sind, aber es kommen ja auch wieder täglich Hotfixes. Also es kam jetzt, seit 1.1 da ist, kam ja irgendwie jeden Tag
mindestens ein Patch. Ich bin froh, dass ich nicht, dass es im Moment mit den Mods läuft. Das war ja am Anfang ziemlich schlimm. Jetzt, wo du die automatische Betankung beim Lagerfeuer ausgestellt hast, ist es leider nicht mehr so schön anzusehen. Wird da jetzt diese olle Symbol drüber... weil da das... Ne, weiß Bescheid. Wolltest doch keine knappe Ressource. Könntest du ein bisschen einfach weiterlaufen lassen, wenn es... Ja, kann ich machen. Ich hab's ja schon wieder aktiviert, war ja meine erste Tat gefühlt. Oh, wir haben eine Hose. Weißt du was? Wir machen es jetzt einfach so. Oh, wir müssen hier erstmal wieder die Outfits machen. Also wir nehmen erstmal den Soldat, ja? Der Soldat... Können wir weiterlaufen lassen? Ne, können wir leider nicht. Okay. Bei Kopfbedeckung kriegt der Soldat... Okay, jetzt habe ich natürlich so viele Mods drin, dass ich gar nicht weiß, was alles irgendwie gut ist. Hier, die Melone ist raus, Mütze. Nehmen wir auch raus. Wir haben so viele verschiedene Helme, das ist ja... Okay, wir haben hier Rüstungen. Ist natürlich schön, wenn die da so gedingst sind. Energieschild bringt ja nun was, wenn wir auf Nahkampf sind, aber da wir ja beides haben. Edle Kleidung nichts. Prison nichts. Oh, warte, wenn das die Hydration ist, dann können wir hier Hazard ja anmachen. Haben wir an, okay. Imperial, Armor ist drin. Ich glaube, hier müssen wir gar nichts ändern. Ne? Das ist eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Achso, die hier sind rausgenommen. Gut, diese ganzen Mod-Sachen habe ich sowieso überhaupt keine Ahnung von. Ein Anorak. Aber so Nanosuits sind doch eigentlich ganz gut. Komm, die Nanosuits nehmen wir mit rein. Oh, scheiße, es ist ja hier... Den Rauchwandgürtel nehmen wir mit rein. Okay, das wird... Wir nehmen erstmal den Sommer. Der hier wird jetzt zu Sommer. Oder weißt du was? Wir ändern einfach alles, ja? Wir nehmen den Alles-Suit und tun einfach den hier auf alles möglich machen. Und dann lassen wir den erstmal auf alles. Wir aktivieren einfach nur alles. So. Fertig. Problem gelöst. Soziale Drogen können wir eigentlich schon mal anpacken. Ne, brauchen wir gar nicht für den, ne? Hätte ich sonst gemacht, ne, dass er hier auch die Dings nehmen muss. Wo haben wir es denn? Penicillin. Alle
5 Tage. Ups. So, alle 5 Tage ein. Wäre so die normale Richtlinie. Problem ist nur, Androiden kriegen sowieso keine Krankheiten. Von daher... Genau, jetzt kann er erstmal tragen. Okay, nee, er will direkt Kleidung herstellen. Wenn er Kleidung herstellt, müssen wir keine Knüppel herstellen. Dann stellt er so lange Kleidung her, bis wir Dings haben. Okay, jetzt machen wir das erstmal. Verbrenne Kleidung. Für immer. Mit Qualität übel bis schlecht. Alles. Jetzt nochmal verbrenne Kleidung. Das machen wir irgendwann, machen wir das weg. So, jetzt kommt alles von 0 bis 50. Er soll alles verbrennen, was verbrennbar ist. So, wir verbrennen auch Waffen. Für immer, für immer. Waffen machen wir erstmal auch übel bis schlecht. Wobei, wir müssen die meisten Waffen wahrscheinlich einschmelzen. Wobei, da geht es um die Holzmüllwaffen, ne? Damit die nicht so viel Lagerplatz einnehmen. So, und alle Waffen 0 bis 50. Ne, hier ist jetzt der Lagerplatz voll, deswegen liegt da die Sachen auf dem Boden. Das gefällt mir nicht. Wie sieht's denn aus? Handwerk 2, sehr gut. Bogen ist da. Knüppel weg, Messer weg. Aber wir müssen den Bogen gar nicht ausrüsten, wir haben nur eine Laserpistole. Jetzt brauchen wir hier natürlich eine Lagerzone. Wir haben noch keinen Drogenlabortisch, ne? Wenn wir den Tisch hätten, dann könnten wir den Tisch hinstellen und hier einen Teil daneben, wo die ganzen Teile drauf gelagert werden. Wir können das aber gerade mal so machen. Ein königlicher Steuereintreiber. Alles löschen. Kritisch. So, wo sind die Drogen? Hergestellt. Drogen, Rauchblatt. Quatsch. Doch. Aber nicht der Joint, sondern... Jetzt reicht. Ich will hier in Ruhe meine Dingens machen. Unter was könnten die denn sein? Hier ist ja schon der Fertige, aber ich suche ja nicht die Fertigen. So, wenn hier Bierwürz ist, dann muss das doch hier mit bei sein. Dann bei Rohstoffe. Pflanzenmasse. Rauchblatt. Oh, sorry.
So, Slow-Mo rein. Erstmal hier Steuereintreiber. Und die Black Hive Attack direkt daneben. Die werden direkt angegriffen. So, was kann ich denn mit den Steuereintreibern jetzt machen? Und was hat der da über seinen Kopf? Handel mal mit denen. Und dann mach mal bitte tragen. Die sind auf jeden Fall gut bewaffnet. Okay, nichts. Gucken wir mal, wie viel der tragen kann. Wird gar nicht angezeigt. Hallo? Ach so, weil der hier im Weg ist. So, jetzt kann er es tragen. Die sind echt gut ausgerüstet. Oh, ich sehe, ich habe kein Holz mehr. Oh shit, mir geht die Energie aus. Kannst du irgendwas essen? Du musst was essen. Du musst Energie zu dir nehmen. Du hast doch einen Bioreaktor. So, jetzt kann er erstmal weiterbauen. Wo ist er hin? Natürlich ist er jetzt nichts am Tragen, ne? Aber boah, guckt er. Ja gut, wir spielen auf Speedy, ne? Konstruktion ist schon 10, Pflanzen 8. Oh, jetzt kann er endlich hier die Dings pflanzen, Heilwurzeln. Sehr nice. Machen. Weißt du was? Ich nehme den mal an. Ich werde jetzt hier ein Monument bauen. Na komm, wir bauen das mal hier hin. Und jetzt? Baut er das oder wie funktioniert das? Ach, das geht schnell, das freut mich. Sehr erfreulich.
Okay, es reicht. Du musst Strom erzeugen. Du musst Strom erzeugen. Sobald Strom da ist, nutzt er die direkt wieder, um Energie zu tanken. Sehr schön. Gut, der ist aber fast voll. Da mussten wir jetzt mal kurz eingreifen. Stellen wir direkt ein paar Joints her. Wir müssen unbedingt ein größeres Lager bauen. Wir bauen hier mal ein kleines Lagerhaus. Kleines relativ. Dafür brauchen wir natürlich wieder Holz. Wir brauchen unbedingt mal Bäume pflanzen. Aber forschen tut er ja im Moment nicht, solange er was anderes zu tun hat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wie sieht's aus, wenn wir den wegmachen? Okay, hält. Sehr schön. Was für einen Boden tun wir denn da rein? Wir können mal einen anderen Holzboden probieren. Haben wir andere Holzböden? Hier. Hier, der kostet 9 Holz. Ist bestimmt dann gut für drinnen. Komm, wir nehmen dann lieber den hier. Gucken mal, wie der aussieht. Shit. Ach, für ein Lager sieht der gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir brauchen auch unbedingt die Trockenpumpen. So, wir brauchen wieder Holz. Irgendwie so die Standardsache am Anfang. Wir brauchen Holz! Vor allem brauchen wir vielleicht auch mal eine bessere Stromquelle. Thank you.
Das passt da so perfekt rein eigentlich. Ich gewöhne mich zu schnell an den Ultraspeed, deswegen tun wir den mal wieder weg. Sonst bin ich nachher wieder nur im Ultraspeed am Spielen, aber das wäre ja doof. So, Einstellung kopieren. Einfügen. Ja, wir haben jetzt so viel Strom verbraucht, dass der alleine dann nicht mehr reicht. Wie sieht es energietechnisch aus? Weil der jetzt ja... Wir haben den ja nicht umgestellt, ne? Deswegen fällt er jetzt jeden Baum und geht dann bauen. Weil die Waldarbeit natürlich dahinter ist, ne? Ist klar. Ich meine, das macht mir jetzt nichts aus, kann er ruhig machen. Aber ich würde gern wissen, warum der das hier nicht macht. Ach so, der braucht Stahl. Wir haben hier Stahl. Ach nee, warte, wir müssen das selber machen. Ach so. Ich verstehe. Schon gewundert, hä? Warum macht er denn da nichts? Das ist natürlich cool. Quest abgeschlossen. Yay, so. Das war ein echt einfacher Quest. Das war ein sehr schönes Monument. Hat mir sehr gefallen. Wir brauchen auch noch Bauteile. Haben wir irgendwie noch... Ja, hier. Ich muss ja noch einen Weg drüber bauen. Wir brauchen noch irgendwann bessere Wege, aber erstmal reicht das so. Oh. Da reden wir mal mit. Der Black Market Trader, der hat doch am besten genau das, was ich brauche, aber wir haben kein Silber dafür, ne? Eine bionische Wirbelsäule? Wir können aber einen Stoffmantel verkaufen. Der hat aber auch nicht das, was ich meinte. Wir brauchen jetzt sowieso wieder in jedem Raum so ein Teil. Oh shit.
Aber jetzt haben wir erstmal hier Stromproduktion. Was ist das denn? Ja gut, ich habe den gar nicht angenommen. Ja, muss generell noch alles getragen werden. Was macht der jetzt eigentlich? Ach so, der will jetzt die ganzen Funkfeuer bauen. Oh nein! Überall böse, ne? Wir haben noch kein Gefängnis. Wenn er jetzt hier die ganzen Bauteile abbaut, dann soll er die aber auch tragen, ne? Guter Junge, guter Junge. Als hätte das gehört. Oh, er will sie direkt nutzen. Die erhöhen hier beide die Forschungsgeschwindigkeit. Aber es kann einer dran sitzen. Vielleicht ist hier das dann die Hauptforschung und die verstärkt die dann nur. Ich meine, unsere Forschungsstation wird irgendwann eh noch weiter ausgebaut. Beziehungsweise neu gebaut. So will ich die nicht lassen. Weil wenn wir später neue Technik haben, brauchen wir sowieso ein größeres Gebäude. Das ist jetzt nur für den Anfang. Also wenn das so weitergeht, wird der Pflanzen... Boah, Alter, wie schnell der hier Forschung gelernt hat. Nicht schlecht. Aber wenn das so weitergeht, wird der Pflanzen irgendwann als erstes voll haben, bevor bauen. Beziehungsweise diesen Schießdummy, den müssen wir ein bisschen anders stellen. Wir stellen den hier hin. Ja, der muss irgendwo... Ich will den nicht zu weit weg haben, aber so, dass auch nichts beschädigt wird. Komm, hier stellen wir den hin. Wäre auch so schön, wenn das Heu mal fertig wäre. Dann können wir diesen Strohboden mal ausprobieren. Ich will mal wissen, wie der aussieht. Wir bauen hier mal so einen Weg hin. Aus reinem Interesse. Ich meine, das ist ja bald soweit. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so bei Feldern eigentlich ganz cool wäre. Naja, da wir kein Essen haben, tun wir hier aber auch die Medizin, die Pflanzendinger rein. Kräutermedizin.
Gut, wir können eigentlich die Lagerzonen. Scheiße. Wieder erweitern. Wenn wir nämlich die Fackeln irgendwann austauschen. Wir machen erstmal alles wieder rein. Außer die Tür. Wenn wir die Fackeln wegmachen, weil hier muss ja irgendwann Strom hin. Für die Orbitaldinger. Hier liegt Holz. Okay. Was fehlt eigentlich noch für den? 10 Bauteile. Boah, ich wünschte, der würde mal kurz tragen. Aber wenn wir hier lassen, die automatische Priorisierung. Alles übers Baudesign, was ist das überhaupt? Ach, immer Atomics haben wir noch nicht erforscht. Okay, jetzt füllt er Lagerfeuer auf. Oh ne, jetzt kommt er mit Tragen. Tragen finde ich gut. Gefällt mir. Da macht er jetzt bestimmt die Fackeln und den Generator. Oh, der Generator ist schon leer. Zum Glück haben wir den gebaut. Bauteil, sehr wichtig. Dann lassen wir den jetzt auch erstmal tragen. Damit der erstmal alles reintragen kann, was reingehört. Und dann können wir eigentlich für unser Alpaka auch mal einen Zaun bauen. Beziehungsweise das muss ja irgendwie hier in die Nähe, würde ich sagen. Ich würde aber sagen hier drunter. Weil hier wollten wir ja vielleicht noch ein paar Farmgebiet. Dann könnten wir pflanzen, dann könnten wir hier unten eine Farm bauen. Ja, haben wir hier den Weg. Was ist denn jetzt der Unterschied hier zwischen? Machen wir mal so. Um zu gucken, was die Unterschiede sind. Ach, das ist die Tür, ne? Verstehe. Ich will ja nur mal optisch sehen, wie das nachher aussieht. Ja, deswegen bauen wir mal gerade alle Zäune, um zu gucken, welchen wir nachher nutzen. Und dann müssen wir erstmal hier auch hier die ganzen Bäume wegruppen. Ich sehe ja gar nichts. Oh, was hast du verbrannt? Ich hab's genau gehört. Also ich persönlich finde für eine Farm den Farmzaun, deswegen heißt er so, auch am besten. Aber optisch gesehen
Scheiße, ich finde die eigentlich alle ziemlich geil. Ich nehme an, dass die Steinzäune und Metalldinger genauso sind. Wobei, die sind, das sieht an wie so ein Metallzaun. Wir können sie ja mal dazu bauen einfach. Warum nicht, ne? So ist der Metallzaun. Damit wir die alle mal haben. Den müssen wir aber ändern in Marmor. Dann haben wir alle Arten von Zäune mal. Also das ist ja so der Standardzaun, ne? Ja, ist irgendein Fehler passiert? Wo ist denn die Tür? Das ist eine Hitzewelle, aber wo ist denn die Steinzauntür? Gibt's vielleicht gar nicht. Oh ja, das ist eine Mauer. Die finde ich geil, die Mauer. Aber gegen die Hitzewelle könnten wir natürlich auch mal was machen. Bauen hier eine passive Kühlung rein. Vorratskapseln, was haben wir denn? Slime-Meal. Was soll's? Also ich glaube, wir nehmen tatsächlich den hier, oder? Ich glaube, für eine Farm ist der am besten. Das, die anderen, das ist ja mehr wie für so ein Privatgrundstück und das wäre eher für eine große Abriegelung und sowas. Das ist ja mehr so schon sehr fortschrittlich. Ja, die Mauer finde ich, den befestigten Steinzaun finde ich geil. Also muss man dazu sagen. Aber die haben leider keine Türen, ne? Hier haben die überall noch Türen. Short Wall. Ja, die gibt's halt auch in vertikal, ne? Können wir auch ein Häuschen für den bauen? Oh, das ist schon ein starker Kontrast. Ein Roboterhändler. Wir haben natürlich nichts. Ein Roboter wäre schon geil, wenn wir einen Roboter kaufen könnten. Kontrast ist ziemlich stark, aber ich glaube, für einen Weg... Ich weiß nicht, mir das ist irgendwie schon cool für einen Weg. Und von der Geschwindigkeit ist der gleich schnell wie der Holzboden. Aber der zeigt natürlich auch... shit. Ja, wir können leider uns nichts leisten. Ich glaube, wir gehen komplett auf Strohboden. Also komplett, auch hierfür, ne? Ich finde den als Boden ultra cool irgendwie. Sieht halt also wirklich aus wie so ein Trampelpfad, wofür der auch da ist, ne?
Ja, wir damit alle Wege beschreiten? Vielleicht nicht, ne? Am Anfang vielleicht, aber später könnte man das natürlich super nutzen als... später könnte man natürlich wieder unsere Straße bauen. Wo gehen die denn hin? Na gut, das war's aber erstmal für diese Folge. Kannst ja gern mal reinschreiben, welchen Sound dir am besten gefällt. Wenn du nichts schreibst, nehme ich den hier. Und dann könnten wir unser für unser Alpaka auch ja schon mal unsere Weide hier bauen. Also bis dann. Ciao!